So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Call of Duty Black Ops 3 im Multiplayer-Modus. Wir spielen hier eine Runde Team Deathmatch auf der Map Evac. Evac, keine Ahnung. Und wir sind sogar schon in oh, das Spiel ist fast fertig. Das ist jetzt das erste Mal, wo ich in einem Spiel reingeportet werde, was fast vorbei ist. Und ich habe schon einige Folgen, also einige Runden gespielt, wollte ich sagen. Gut, dann wird es heute wahrscheinlich mal ein Part werden, wo wir zwei Sachen spielen. Also zweimal. Zwei Runden, mehr oder weniger. Wenn man das als Runde sehen kann. Die Map habe ich sogar noch gar nicht gespielt. Aber ich kenne sie aus der Beta, glaube ich. Ja, doch, das war eine Beta-Map. Die hat mir nicht so gut gefallen. Okay. Ich habe jetzt auch noch gar keinen wirklichen Gegner gesehen hier. Sind drei Leute von uns gerade gestorben, ey. Mal das Ding. Hinter mir ist einer. Komm, wir springen mal. Oder? Springen wir? Ja, komm, machen wir mal. Ah, jetzt laggt mein Spiel wieder so komisch, ey. Keine Ahnung, warum es manchmal so komisch laggt. Aber ist zum Glück nicht so häufig. Ey, wir sind hier gar keinen. Da. Überwachung erledigt. Scheiße, den hätte ich auch noch gerne erwischt. Gut, gewinnen wird man jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Der erste Kill erst, Wahnsinn, oder? Zweiter. Noch einer? Achso, das ist uns... Oh! Das war nicht geplant, aber ich nehme es gerne an. Drei haben wir jetzt sogar schon, ne? Ich hätte gedacht, das wäre ein Freund. So. Habe ich auf der Map gesehen, dass einer von uns gestorben ist. Ne? Okay. Zwar verloren, aber dafür haben wir 4 Kills gemacht. Ne? Nimmt man gerne. Nimmt man gerne. Aber ich werde jetzt noch nicht den Part beenden, wie sonst immer, weil das war jetzt schon sehr, sehr kurz. Deswegen werden wir die nächste Runde auch noch spielen. Dann werde ich vielleicht die beiden Folgen dann gleich hochladen, also die letzte Folge auch, wenn sie nicht asynchron war und wenn diese nicht asynchron ist. Ich kann es nur hoffen, ey. Ich kann es nur hoffen. Mysterio. Oh, der hat ein schönes Emblem gemacht. Ne, das war nicht das Emblem, oder? Das Emblem ist immer auf der linken Seite, da kann man das auswählen. Ich glaube nicht. Na, der hat auch kein schönes Emblem gemacht. Ja, der eine hat 999er Ping. Ist auch nicht schlecht. So. Okay, Bild. Wo bist du? Bild. So, da ist er ja. Na, da kann man mal die letzten Matches hier sehen. Gut, das war gerade eben. Ja. War ganz okay. Alter, ich habe 10 Siege im Team Deathmatch. Und 5 Niederlagen nur. Läuft bei mir. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Und sein Nemesis, jawohl. Ja komm, lad mal meiner Lobby, die war ja eigentlich ganz okay, würde ich sagen. Ne, mach mal nicht Evac, mach mal Fringe. Auch wenn wir die Map-Namen nur nicht so viel sagen. Was ist denn das hier eigentlich? Ah, da kannst du deine Embleme anstellen. Habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ich mach mir da noch mal eins. Hier Schwarzmarkt, das habe ich auch schon gesehen. Nur, man kann leider nur im Schwarzmarkt einkaufen gehen, wenn man quasi jetzt hier rausgeht aus der Lobby. Das mache ich aber nochmal. Was? Wir haben eine 1,24er KD? Was ist mit mir los? Und eine 2,71 Siegen Niederlage. Was? Das kann doch ich sein. Wie ich? Jetzt ohne Scheiß? Ihr seht, ich bin überrascht. Ich bin wirklich überrascht. Ich habe das noch gar nicht gesehen, dass man mir seine KD sehen kann. Zombie habe ich noch nicht gemacht, das stimmt. Und die Kampagne auch noch nicht. Das mache ich nämlich im Koop. Weil das ist das Geile an diesem Spiel. Du kannst die Kampagne im Koop spielen. Mit bis zu 4 Spielern und lokal bis zu 2 Spielern. Bin ich mal gespannt. Die soll sehr, sehr gut sein. Ich gebe die Ziele vor, ihr verprügelt. Aber okay. Gut, das ist jetzt die Map Fringe, wie wir ausgewählt haben. Irgendwie erinnert mich die Map so ein bisschen an Fallout. Also Fallout 4. Oder? Kann das sein? So ein bisschen vielleicht, ne? Also das, was er im Trailer gesehen hat. Ich habe Fallout 4 jetzt auch noch nicht gespielt. Aber ich habe schon gedownloadet.
Weil es. Man kann es jetzt schon downloaden. Über Steam. Okay. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Wird es auf jeden Fall ein Let's Play von geben. Ah, da sind wohl welche von uns. Okay, ich hab mir schon gedacht, ey. Nee, ich hau mal ab. Der hat ja eh nur eine Shotgun, der kann mich eh nicht treffen. So, dann das Spiel verlassen. Einer von uns, okay. Jawoll, Alter, das war knapp. Scheiße, ist schon tot. Aber da kommt noch einer. Da war ein Gegner. Kann man hier andere Seite irgendwie raus? Komm schon, gerade raus. Raus, 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 raus. Ich habe fast keine Muni mehr. Verbündete Hellstorm unterwegs. Jawohl! Komm schon, mal Waffe her. Oh, der hat auch keine Muni mehr. Der war doch die ganze Zeit nur da gestanden. Ist er da nicht gespawnt? Da war hinter mir. Ja, ist er mir hinterher gelaufen. Ja, zum Glück hat er sich ein wenig Zeit gelassen. Kriege ich wenigstens Vorräte. Muss auch mal so sehen, oder? Es ist natürlich geil, dass hier gerade einer gestorben ist. Machen wir die Drohne auch noch an. Okay, die sind eigentlich noch weit weg. Ein Dart. Was ist ein Dart? Kenne ich gar nicht. Ah, so ein Teil. Ach so, das ist so... Das ist ja lustig. Ich hätte gedacht, das wäre wieder so ein Fliegeteil. Ja, okay. Jetzt haben wir es verkackt. Alles klar. Okay, geil. Nee, ich hätte halt gedacht, das wäre wieder so ein Flieger, das einfach sich einen Gegner von alleine aussucht und den dann eventuell tötet. Wie in Black Ops 2. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das heißt. Diese Abschlussserie. Ist ganz, ganz schlimme Abschlussserie, der die irgendwie. Also, glaube ich, das erste war. So die erste Abschlussserie, die man quasi erreichen kann. Ziel gesichtet. Ah. Wo ist denn der? Ist unter mir. Ah. Erschreckt ihn jetzt so. Und uns ist ein Gegner. Ah, er ist anscheinend abgehauen. Nein, ich hätte mir erst den anderen holen sollen. Scheibenkleister. Scheibenkleister. Aber okay. Ich höre einen. Ich sehe einen. Au! Ach, scheiße. Aber der war gut gekillt im Fliegen. Bin ja noch nicht so gut. Ich spiele jetzt übrigens wieder so ein bisschen mit der Maus. Wobei ich immer noch wechsle. Nein! Nein, 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 nein. Okay, komm. Da können wir noch mal rein. Nein, noch nicht. Jetzt. Scheiße. Aber unser Team macht das bis jetzt ganz gut. Schon mal weg schneller. Schön. Nein, du wirst mich nicht töten. Aber du wirst mich töten. Herzlichen Glückwunsch. Boah, ich komme gar nicht zu kommentieren, so actionreich ist es hier. Es ist. Scheiße. Naja, braucht man gar nicht erst zu versuchen. Können wir von der anderen Seite so mal versuchen, hier reinzukommen. Alter, war das ein geiler Kill. Jawohl! Was ist denn los mit mir? 13,5 nur? Keinen Gegner markiert? Okay. Wir gewinnen diesen Kampf. Nein, 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 nein. Oh Mann, ey. Scheiße, da kann man ja nicht hoch, ne? Es ist ein wenig blöd, dass man nicht sieht, wo man hin kann und wo nicht. Kann man mal sterben? Ist andere jetzt tot oder sind wir gestorben? Also unser Gegner. Unser Freund. Alter! Ich konzentriere mich wieder viel zu stark aufs Spiel. Aber ich denke mal, das ist okay so.
Nein. Ist es nicht. Ist es nicht. Alter, von wo kommen die da jetzt alle? 15 zu 8 nur noch. Egal, solange wir gewinnen, ist alles in Ordnung. Und das schaut ja zum Glück noch ganz gut aus. Schau, Blitzschlag. Nein, bitte nicht mich, bitte nicht mich! Okay. Was ist denn das für ein Mysterio? Okay, das ist Platz 1 beim Gegner. Versuchen wir nochmal mit einer Granate. Ist ja nur noch einer. Ja. Jetzt kriege ich vielleicht noch einen Death. Wandergrollen. Das kenne ich gar nicht. Alter, der Gegner holt noch auf. Aber jetzt, nicht mit mir, mein Freund, nicht mit mir. 16 zu 9, genauso wie die, wie das Format dieses Videos, haben wir es geschafft. BG, Bad Game. Hm. Yeah. Aber diesmal reicht es für dieses Video. War ein etwas längeres. Wurden wieder Platz 3. Dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis zur nächsten Folge von Black Ops 3 Multiplayer und ciao.